Ciao. Nein, ich kann jetzt nicht. Mein Ei läuft. Ich muss doch noch was machen. Willkommen zurück, Kapitel 8 von 8. Und wir haben es natürlich gleich geschafft, können gleich Celebi abholen. Und ein schlauer Fuchs lässt sich nicht lumpen. Ich habe da erstmal ein Glücksei eingeworfen. Noch schnell ein Regi Rock Raid mitgenommen. Da gab es schön viele Erfahrungspunkte, gleich 20.000 obendrauf. Und jetzt schauen wir gleich mal hier rüber in die Spezialforschung. Denn ihr seht, wir können hier schön die Belohnungen alle abholen. Da gibt es 4.500 EP, dreimal das alles mit Glücksei natürlich verbunden. Das holen wir jetzt alles ab. Und wir holen natürlich noch die Belohnung ab, das Celebi an sich, was jetzt hier irgendwo sitzen müsste. Da ist es. Wir müssen das jetzt versuchen hier. Jetzt werfe ich dich ab. Also, jetzt erscheint es da oben. Beziehungsweise kannst du mal bitte die Kamera nehmen und einfach mal festhalten. Nicht so böse gucken. Eigentlich hätte ich ja eine gelbe Beere nehmen können, wäre vielleicht sinnvoller. Gerade für die Bonbons. Oh, ein Celebi. Guck mal. Un momento. Man kann ja gar keine Beeren auswählen, oder? Hey, renn doch da nicht rum. Ich muss mich konzentrieren. Eins, zwei. Und da ist es drin, im Sack. Jetzt kann ich das natürlich wieder nehmen. Darf ich auch als Video? Jetzt sind natürlich schon wieder hier die Fans aufgetaucht. Der mir noch das Flunky verschuldet. Obwohl, eigentlich schuldet er mir es nicht. Er will es mir ja so einfach vermachen, was ja sehr nobel ist von dem Herrn. Aber der hat immer keinen Sternstaub, weil er den immer ausgibt für andere Sachen. Da ist also das Celebi mit 12,95. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Hat auf jeden Fall den besten Satz. KP 15, passt schon mal. Und wir sind natürlich noch so schlau. Wir haben das Glücksei nicht umsonst angemacht. Ich habe nämlich noch drei Freunde, die ich hier auf Hyperfreunde machen kann, was nochmal 300.000 Punkte gibt. Und so lohnt sich das natürlich mit dem Glücksei. Da müssen wir nochmal Spitznamen gehen, da haben wir die nämlich reingesortiert. Benz 990, nehmen wir da, den können wir annehmen. Da gibt es dann Hyperfreunde drauf. Pokebälle, ein Ei, Sternstaub. Auf Level 3 die Freundschaft erhöht, wunderbar. Den Black Scar Wolf haben wir noch, den können wir auch annehmen. Der erreicht dann auch Level 3. Zwei Sananabären, drei Pokebälle, Level 3, Freundschaft erreicht. Und zu guter Letzt der Defteres. Der hat auch noch ein Geschenk übrig gehabt vom Rathaus in Hildburghausen. Und da bekommen wir 6 Pokebälle und das war's. Auch Level 3 erreicht, nochmal 100.000. Die müssten jetzt auch angezeigt werden, wenn wir wieder hier rausgehen. Genau, 100.000 bei ihm. 100.000 bei ihm und nochmal 100.000 zum Schluss, also das hat sich gelohnt. Und dann nehmen wir noch ein Wingul mit, vielleicht ist es ja ein Shiny. Nein, ist es nicht, weil damit werden wir nicht beglückt. Aber das Glücksei hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kapitel 8 sehr erfolgreich. 20.000 aus dem Raid, 300.000 durch die drei Hyperfreunde, neuer Eintrag, Celebi und die restlichen Boni auch mitgenommen mit doppelten Erfahrungspunkten. Habt ihr euer Celebi schon gefangen? Wie weit seid ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Und das werden wir demnächst vielleicht auch hochziehen. Ich muss mir das nochmal genau angucken, wie gut das ist und wie hoch das überhaupt kommt. Aber bis dahin sage ich mal, viel Spaß euch noch, viel Erfolg, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.